Hallo zusammen, ich habe hier einen Standardkühlschrank fürs Wohnmobil oder das Boot. Und das ist ein 196F, F wie flach. Und wir haben hier in diesem Kühlschrank ein flaches Rückwandkühlelement drin oder Verdampfer und kein Eisfach. Also keine Möglichkeit, Tiefkühlware einzulagern. Wenn ihr Tiefkühlware braucht, dann empfehle ich euch eine Tiefkühlbox, zum Beispiel eine WMU 46, zusätzlich im Kofferraum oder irgendwo, weil da müsst ihr nicht regelmäßig dran. Ich bringe 1,5 Liter Flaschen hier rein. Oben habe ich zwei Fächer, ich habe zwei Tablare, also Option gäbe es nochmals eines mehr. Und der große Vorteil ist, wenn ich auf Langfahrten gehe, also länger unterwegs bin, beim normalen Tiefkühler, den ich hier oben drin habe, gibt es eine Vereisung. Das ist immer unter Null. Wir haben Wasser, Wasserdampf, was reinkommt. Das schlägt sich am Kühlelement nieder. Und auch hier haben wir hier hinten eine Vereisung. Das heißt, das Wasser kondensiert hier am kalten Element, bildet Eis, friert an. Aber sobald ich die Temperatur erreiche im Kühlschrank, 5 Grad, was eingestellt ist, schaltet der Kühlschrank ab, die Kühlmaschine schaltet ab und das Wasser geht runter in die Tropfschale hier unten. Das sehen wir. Und durch diesen Schlauch geht das Wasser hinten runter. Schauen wir nachher an. Die Temperatureinstellung habe ich hier. Hinter die Schale, wenn man die mal eingestellt hat, dann lässt man die eigentlich. Option habe ich hier einen Digitalthermostaten. Den habe ich mit 1,5 Meter Leitung extern. Da sehe ich dann, was für eine Temperatur drin herrscht und ich kann die gradgenau einstellen. Wir schauen uns den Schlauch an, der hier hinten rausgeht. Den kann man dann in die Bilge runterleiten oder eine Flasche hinstellen oder einfach durchs Wohnmobil auf den Boden tropfen. So viel Wasser kommt hier nicht. Aber hier ist eben der Vorteil, das Wasser oder das Eis wird abgetaut automatisch und läuft dann durch diesen Schlauch nach unten. Wir haben hier einen Standard BD35 Kompressor drin. Das ist der verbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Einer mit dem besten Wirkungsgrad, läuft zwischen 12 oder 24 Volt. Optional, das gibt es als Zubehör, kann ich das haben mit 230 Volt. Das ist der Vorteil, wenn ich jetzt viel auf dem Campingplatz rumstehe oder viel im Hafen liege, kann ich den Kühlschrank auf 230 Volt betreiben, direkt. Wenn ihr aber unterwegs seid oder irgendwo wild steht, dann lohnt sich das nicht. Dann investiert ihr das Geld lieber in ein vernünftiges Ladegerät, was die Batterie lädt, wenn ihr irgendwo mal 220 Volt habt, und dann wird der Kühlschrank ab der Batterie betrieben. Sonst Zubehör haben wir noch einen Einbaurahmen. Punkt. Das ist alles. Einfaches, schlichtes Kühlgerät mit einer Breite von 525 breit. Also passt in das Loch von Absorberkühlgeräten im Wohnmobilsektor. Ich verlinke euch hier oben den gleichen Kühlschrank mit Eisfach. Gibt's, kein Thema, haben wir. Dann ein Kühlschrank, hier den 106F, auch flach, ohne Eisfach, aber mit einer externen Kühlmaschine. Hier ein Tiefkühler oben drauf, den WMU 30 GS Gefrierschrank, wenn ich wirklich einen Gefrierschrank will, und als Alternative unsere beste Kühl- bzw. Tiefkühlbox, die ihr dann im Kofferraum oder irgendwo im Stauraum unterbringen könnt, wenn ihr Tiefkühlware habt.
Auch da ist die Gefrierleistung besser. Wenn ihr zum Beispiel fischen geht und frischen Fisch einfrieren wollt, hier oben in den Standard-Tiefkühlfächern habt ihr kaum Leistung. Da habt ihr dann wesentlich mehr Leistung und ist separat gesteuert. Ich wünsche euch einen schönen Tag.